Damit hallo und herzlich willkommen zurück hier in der Nähe von Forde. Der eine oder andere mag sich vielleicht fragen, wir standen doch eigentlich in der letzten Folge vor Yamochi oder irgend so einem anderen Sun General. Das Problem ist aber, man kann sich denken, Warband ist mal wieder explodiert und ich bin, ich glaube, insgesamt 2 Tage zurückgefallen. Ich glaube aber, ich habe in den Tagen nicht wirklich viel gemacht. Ich bin ja nur rumgelaufen und habe versucht, irgendwelche Einheiten zu finden. Das heißt, das Einzige, was wir verpasst haben, ist jedes Menge hier durch die Gegend gelaufen und dann haben wir hier unten diesen Yamochi oder so gefunden. Dasselbe werden wir jetzt nochmal machen müssen. Ich werde nochmal blöd durch die Gegend laufen müssen und schauen, wo ich denn jetzt eventuell ein bisschen Ruf verlieren kann. Mit den Sun. Denn ich habe momentan wieder relativ viel Ruf mit ihnen. Also genau denselben Ruf noch, weil wir haben ja Yamochi noch nicht angegriffen. Oder welcher Lord das auch immer war. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal... Bin ich eigentlich Marschall? Nee, ich bin noch gar kein Marschall. Ich wollte mich ja zu einem Marschall machen lassen und dann die Sun angreifen. Das könnte ich aber eventuell auch alleine machen, weil dieses Very Castle ist ein perfektes Castle, um dort ein bisschen reinzusnipen. Das Castle werde ich eventuell alleine machen. Aber nichtsdestotrotz sollte ich... Oh, hallo Verräter. Nichtsdestotrotz sollte ich mich jetzt mal drum kümmern, die Sun vielleicht anzugreifen. Mal schauen. So, wir haben hier jede Menge Leute drin. Wir gehen mal in das Castle. Hier wird aber nach wie vor nichts gehen. Ich frage jetzt nur mal, bei ihm geht's? Nee, bei dem habe ich minus 1. Hier, der ist, glaube ich, der Einzige, den ich noch haben will, aber der hat keine Lust auf mich. So. Following 4.0, 5.2. Okay, den kriegen sie nicht. Hier könnte ich jetzt eigentlich kurz... Ach nee, da ist meine Parisno Army dabei. Sonst hätte ich jetzt da vielleicht den gegen die Sun helfen können. Okay, dann kann ich jetzt aber hier zumindest mal dem Archduke helfen. Und das ist, glaube ich, der ehemalige Verräter, oder nicht? Hier in meiner Gruppe gerade. Ich weiß es nicht. Jedenfalls nicht so wichtig. Ich wollte nur Rufabzug mit den Sun kriegen, was ich jetzt habe. Dann werde ich zurück nach Winnica laufen, mich zu einem Marschall machen und werde sie da oben, während sie hier in Lesbury beschäftigt sind, werde ich sie oben schön auseinandernehmen. Aber jetzt müssen erstmal die Leute hier weg. Und kurz danach werde ich diese Siege Tower angreifen. Vielleicht fange ich sogar mit Reichberg an, aber ich denke, ich fange mit dem Castle neben Forde an. Mal schauen. So, wir werden auf jeden Fall mal auf Nummer sicher gehen, dass keine meiner Einheiten hier stirbt. Ihr könnt ein bisschen nach vorne gehen. Wobei, jetzt könnt ihr mit rein, jetzt ist sowieso alles tot. So, damit haben wir Rufabzug mit den Sun bekommen. Das bedeutet, wir können sie angreifen. So. Soweit, so gut. Wir haben minus 4 Ruf mit den Sun. Das ist mehr oder weniger schön. Wir holen uns jetzt Marshall-Status. Wem folgt denn? Accompanying. Die hauen ab. Tatsächlich, die hauen ab. Jetzt lassen die Lesbury tatsächlich in Ruhe. Ich glaub's ja wohl nicht. Okay, die lassen anscheinend Lesbury jetzt tatsächlich in Ruhe und greifen jetzt vielleicht tatsächlich schon mich an. Aber selbst wenn sie das jetzt machen, dann sollen sie das ruhig machen. Dann werde ich mich zu wehren wissen. Eigentlich hatte ich gehofft, die bleiben noch eine Zeit in Lesbury und ich habe Zeit, denen ihre ganzen Castles anzunehmen. Aber kein Problem. Auch damit kommen wir irgendwie zurecht. Jetzt wird erstmal hier ein bisschen das Inventar aufgeräumt. Zumindest, es wird versucht, hier mal ein bisschen Ordnung reinzubringen. Dann... Eigentlich könnte ich jetzt das obere Essen immer kaufen. Das kostet zwar ziemlich viel, aber was soll's. Es gibt Moral und da haben sie schön unterschiedliche Sachen hier zum Futtern. You got ein One Aurum. Na super. So, ich bin eigentlich hier, um mich zu einem Marschall zu machen.
das werde ich auch machen. Eine Mercenary Party ist anscheinend immer noch unterwegs. Die sind, glaube ich, in der Nähe von den Zwergen oder so. Replace. Ich bin Marshall und ich versuche, dass mich jemand schaut. Ich weiß gar nicht, ob Fassel da ist. Falls er da ist, darf er es bei der Prinzessin versuchen. Die anscheinend... Ach, da ist sie ja. Und Fassel ist da. Okay. Er darf es mal probieren. Mal schauen, ob das was wird. So. Ich bin Marshall. Alles gut. Wir machen uns auf den Weg zu den Sand. Die scheinen bei Lesbury noch zu bleiben. Ich könnte eine Kampagne einberufen. Virago Heroines, zack, zack, zack. Ja, ich könnte eine Kampagne einberufen, aber ich werde jetzt erstmal Varric Castle belagern und da ein paar Leute runterballern. Weil das gibt mir nämlich wieder ordentlich viel Ruf. Hier sind nämlich 600 Einheiten drin. Wenn ich dieses Castle belager und hier ein paar Leute von den Wänden runterballer, sollte ich eigentlich relativ viel Ruf kriegen. Eventuell mache ich dieses... nicht Ruf, sondern ihr wisst schon, Moral. Eventuell mache ich dieses Castle auch alleine. Das heißt, bevor ich eine Kampagne einberufen werde und die anderen Castles einnehmen werde, mache ich dieses Schloss vielleicht alleine. Weil, wenn ich das mit diesem Auto-Calculate machen lasse, dann sterben mir, keine Ahnung, 500, 600 Leute oder so weg. Oder noch mehr. Nur, dass ich diese 700 hier in dem Ding wegkriege. Oder sterben mir 1000 Leute oder so weg. Und das kann auf jeden Fall besser laufen. Denn hier kann ich diesen Kampf auch gewinnen, ohne eine einzige Einheit zu verlieren. Okay, ohne eine einzige nicht. Also irgendwelche Pfeile werden mich schon treffen. Aber es ist auf jeden Fall eleganter, das jetzt so zu machen. So, jetzt seid ihr alle wieder einigermaßen da. Jetzt dürft ihr schießen. Aber ich stelle euch nochmal ein bisschen anders hin. Archers hier. Halt. Kavalleristen dort und Infanteristen dort. So. Jetzt stellt euch mal ein bisschen auf und fangt da mal ordentlich an reinzuschießen, bitte. So, jetzt hoffe ich, dass ihr einiges an Leuten hier rausschießt. Ich hoffe, ihr stellt euch jetzt mal ordentlich auf langsam. Okay, ich denke aber, jeder sollte was zu schießen haben. Das mache ich jetzt hauptsächlich erstmal deswegen, um ein bisschen Moral wiederzukriegen. Und schon mal um die Garnison, um vielleicht so 100 Leute oder so zu schwächen. So, ich habe das Gefühl, von hier aus könnten sie besser schießen. Ich glaube, die da unten haben nicht ganz so eine schöne Position zum Schießen. Geht mal ein bisschen hier hoch. Hier habt ihr eine bessere... Hier, geht mal so hin. Haltet mal alle euer Feuer, weil hier kommen gerade relativ viele Reinforcements und für die Zeit, die nutze ich lieber mal, um euch ein bisschen besser aufzustellen. Die Archers gefallen mir eigentlich ganz gut. Auch die Kavalleristen stehen gut da und auch die Infanteristen, das passt schon. Die Infanteristen könnten noch ein Stückchen nach rechts gehen. Aber jetzt warten wir mal, bis hier neue Einheiten da sind. Und dann können wir schon mal vielleicht 200 oder so rausschießen. Es gibt dann schon mal sehr viel Moral. Und dann kann ich eine Kampagne einberufen und kann mich um die nächsten Pass, um diese ganzen Siege Tower Castles kümmern. Weil da kann ich mich halt nicht so einfach zurückziehen. Und die mache ich dann lieber wieder per Autocalculate. Aber jetzt dürft ihr hier mal wieder ein paar von den Luschen rausschießen. Da sind ja keine besonders starken Einheiten dabei. Naja, was heißt keine besonders starken? Ein paar Black Warrior, ein paar Kamikaze Warrior. Aber viel können die unseren Pfeilen nicht wirklich entgegensetzen. Ja, 200 können das ruhig noch werden. Vielleicht mache ich das Castle auch gleich komplett, wenn ich schon mal hier bin. Aber ich will halt nicht ganz so viel Zeit jetzt auf der Overworld-Map verschwenden. Ich will halt, dass das jetzt relativ flott geht. So, ein paar Pfeile sind noch da. Ich warte noch mal auf die nächsten Reinforcements. Weil ich will mich jetzt so wenig wie möglich zurückziehen müssen. Geht mal hier hoch, aber geht mal alle ein bisschen näher zusammen.
so dass ihr auf jeden Fall alle eine schöne Position zum Schießen habt. So, dass ihr auf jeden Fall alle was seht. Und dann schauen wir mal, ob wir noch genug Pfeile haben, um zumindest nochmal, ja, 10, 20 Leute rauszuschießen. Oder mehr. Ja, die bleiben da hinten schon alle stecken, ich sehe das schon. Ach, wisst ihr was, schießt einfach mal eure restlichen Köcher noch leer. Zumindest die, die noch Pfeile haben. Weil da hinten stecken die jetzt schon alle fest. Ich glaube auch nicht, dass den da hinten jemand treffen wird. Weil dann kommen jetzt halt die ganzen neuen Einheiten nicht nach. Okay, das sind 213 Leute, das ist in Ordnung. Da muss ich mich jetzt noch ein, zweimal zurückziehen. Egal, die Zeit werde ich schon haben. Ich schätze nicht, dass die Sun mich jetzt in der nächsten Zukunft, in näherer Zukunft angreifen. Nein, nicht spread out, sondern follow me, aber ihr sollt aufhören zu schießen. Weil das Einzige, was ihr gerade macht, ist Pfeile verschwenden. So, wir stellen uns nochmal auf. Am Anfang waren 700 drin, jetzt sind 200 draußen, das heißt, wir haben noch 500 drin. Vielleicht kann ich jetzt 200 wieder... Ich dachte mir, vielleicht schieße ich jetzt nochmal 200 raus und greife sie dann schon an, aber das sind dann doch noch 300 Einheiten. Da verliere ich jetzt doch ein paar Leute. Wobei, ich verliere sowieso Leute. Das wird nicht wirklich zu... verhindern sein, weil ich werde ja diese Siege Tower Castle per Autocalculate machen und da werde ich so oder so Leute verlieren, egal was ich mache. Aber jetzt stellt ihr euch erstmal bitte alle ein bisschen sauber hier auf. Die Archers von mir aus hier oben, die Kavalleristen hierhin und die Infanteristen ein Stück weiter unten. Alle gehen ordentlich nahe zusammen. Und dürfen dann auch schon bald anfangen. Fire Duel. Ach verdammt, das habe ich nur die Kavallerie gesagt. Dass die schießen dürfen. Nein, ihr dürft alle schießen. So, zwar seid ihr noch ein ziemlicher Sauhaufen, weil ihr euch noch überhaupt nicht hier wirklich aufgestellt habt, aber das passt schon. Ich schieße jetzt mal so lange, bis die ersten Reinforcements von denen kommen. Und die lasse ich dann erstmal wieder hier die Truppen da unten ein bisschen auffüllen. Naja, 50 Leute sind erst tot. Das ist noch nicht besonders viel, Leute. Egal, ihr macht es schon. Wir warten mal wieder sinnlos hier oben. Vielleicht sollte ich tatsächlich mal für einen nächsten Kampf ein bisschen was in Power Draw investieren. Also ganz ohne Power Draw stehe ich doch immer relativ sinnlos hier in der Gegend rum. Sind da noch... Ach, new Enemies, das sind sie ja. Hold your fire. So, die paar Pfeile, die da jetzt ankommen, werdet ihr schon überleben. Hoffe ich mal. Stellt euch mal schön auf. So, wie sieht es denn bei der Infanterie aus? Ja, ihr könnt noch ein bisschen nach da, bitte. Oh, verdammt. Nicht in die Richtung, sondern ein bisschen nach... da. Ja, das passt schon. Jetzt warte ich mal, bis die Reinforcements da alle ankommen. Wobei, das sind schon nur noch Trained Swordsmen, also. Eventuell könnte ich jetzt schon ran. Egal, jetzt schießen wir nochmal 100 Leute raus. Ich denke, ich werde danach rangehen. Das sind jetzt keine so starken Einheiten mehr. Da hinten laufen noch ein paar davon. Die Bogenschützen werden uns noch ein bisschen Probleme bereiten, aber nichts Weltbewegendes. Leute, Feuer frei. So, da ich denke, dass ich in dieser Runde den Sack schon zumachen werde, werde ich schon mal nach unten gehen und mich dort irgendwo schon mal positionieren. So, sehr schön läuft das doch. Schön, dass die Hired Master Archer auch wenigstens ein, zwei Kills rausholen, dann kriegen die zumindest ein bisschen EP. So, kommen nochmal Reinforcements von denen? Müssten eigentlich bald. Ja, ein paar Leute müssen noch sterben, dann kommen Reinforcements. Dann sage ich vielleicht noch einmal, dass die ihre Pfeile nochmal wegstecken sollen. Weil man sieht hier schon, wenn die sich so ein bisschen bewegen, dann treffen die fast gar nichts, die Leute. New Enemies, hold your fire. Auf jeden Fall haben die eine echt schöne Position da oben. Jetzt warte ich mal, bis die neuen Leute hier ankommen. Okay, da kommen noch ein paar. Die können wir auf jeden Fall noch mitmachen. Hier kriege ich ein paar Pfeile ab, das ist nicht so schön.
Hier sollte ich ein bisschen sicher sein. Ich gucke jetzt auf der Minimap, verfolge ich jetzt mal, bis die ganzen Einheiten mal direkt hier oben ankommen. Da sind jetzt schon ein paar. Wisst ihr was? Macht eure Köcher mal leer und dann kommt mal runter. So, wie viele Pfeile fliegen denn da noch? Ah, das geht doch noch. Obwohl. Nee, so viele sind es nicht mehr. Nee, so viele sind es wirklich nicht mehr. Oh, wo kommt ihr denn her? Schön, dass ich die Trained Swordsman immer noch nicht one-hitten kann. Wie peinlich. Sogar mit zwei Hits habe ich den jetzt nicht tot gekriegt. Ist das peinlich. Ist das schlimm. Okay, ich schätze, die Pfeile werden leer sein, denn hier passiert nicht wirklich irgendwas. So, stirbst du mal? Vielen Dank. So, da sind auf jeden Fall jetzt schön ein paar Bauern da. Das sollte jetzt kein großes Problem mehr werden. Mal schauen, ob ich diesen Kampf überlebe. So, weg mit euch. So, ich hoffe, meine Infanteristen oder meine Kavalleristen sind die ersten, die hier ankommen und mitmachen. Oh, komm ich hier rechtzeitig hoch? Komm ich hier? Oh, verdammt. Wisst ihr was? Geht mal alle zurück. Ich will hier zuerst nach oben. So, jetzt dürft ihr ran. Ihr kriegt nochmal einen Schlachtruf. Auf geht's. Wir stürmen dieses Castle jetzt. Hoffentlich. Mal schauen. Aber jetzt alle ran. Ha, da hatten wir sogar noch Pfeile. Wundert mich das jetzt wirklich, dass ich jetzt ausgenockt worden bin. Also es sind keine so starken Einheiten mehr da, aber es kommen schon noch ein oder zweimal Reinforcements. Es wäre natürlich viel einfacher, die jetzt einfach nochmal rauszuschießen, aber ich schätze, die kämpfen sich jetzt hier schon durch. Und ich glaube auch nicht, dass viele Einheiten sterben werden. Das sind jetzt keine so starken mehr, die hier im Leben sind. Ich schätze mal, selbst wenn jetzt welche ausgenockt werden, was hier gerade ein bisschen häufiger passiert, als ich das eigentlich erwartet hatte. Selbst wenn das passiert, schätze ich, dass die meisten nur ausgenockt werden. Und sie kämpfen sich jetzt langsam so ein bisschen rein ins Castle und dann verteilen sie sich hoffentlich ein bisschen. Und dann geht es hier schon seinen gewohnten Gang. Schön, dass ihr wieder alle einen einzigen Weg geht. Ich hatte gehofft, ihr verteilt euch vielleicht ein bisschen. Vielleicht schafft ihr ein oder zwei Einheiten so nach links zu gehen, weil dann könnten sie richtig schön dahinter laufen, den ganzen Weg, und könnten hier mal die schon alle wegmachen. Aber wenn ihr alle einen Weg gehen wollt, dann sollt ihr das ruhig machen. Wir gucken euch mal zu und nehmen Varric Castle jetzt mal wieder ein, das uns ja ursprünglich so oder so gehört hat. So, wie sieht's denn hier bei den Vögeln so aus? Keine Vögel zu Hause. Dann halt nicht. So, was kommt denn hier noch so nach? Ja, es sind auf jeden Fall keine Einheiten mehr, um die ich mir wirklich Sorgen mache. Nichtsdestotrotz werden noch ein paar Einheiten von mir ausgenockt. Aber solange keiner stirbt, ist mir das eigentlich egal. 6 ausgenockt, das ist in Ordnung. So, verteilt euch jetzt hier ruhig mal ein bisschen. Ja, es sieht zumindest so aus, als würden sie sich ein bisschen verteilen. Nee, nicht wirklich. Ja, eventuell könnte ich jetzt hier auch ein paar von den Kavalleristen sagen, die sollen dahinter laufen, aber ich bin so schlecht hier auf der Map, um die Einheiten hier zu dirigieren. Von daher lasse ich die einfach mal machen. Mal gucken. Ich wüsste doch gar nicht, was ich denen sagen soll. Ich könnte... Weil wenn ich denen jetzt sage, die sollen da lang... Ach, ich lasse es einfach laufen. Wir gucken den einfach zu. Gut Ding will Weile haben. Kommt, Household Guards. Also wenn ihr euch von solchen Einheiten ausnocken lasst, dann seid ihr eure 50.000 pro Einheit hier, aber ihr eure 10.000 pro Einheit aber echt nicht wert. Egal, die machen wir schon. Wie sieht es denn mit denen hier oben aus? Verteilt ihr euch jetzt hier mal langsam? Aha, was haben wir denn hier? Deserteure. Hired Master Archer killed. Na super. Ja, einige Leute haben immer nicht so viel Lust anzugreifen. Cavalry Charge. Scheint sie nicht zu interessieren. Follow me. Charge. Aha, nee. Okay, sie hat anscheinend keine Lust. Das soll mir recht sein. Hier scheinen... Was machen die jetzt da? Ihr seid doch alle auf Charge, oder? Charging, ja. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis die sich hier durchkämpfen.
Vielleicht versuche ich doch einigen Einheiten zu sagen, die sollen mal ein bisschen außenrum gehen. Vielleicht wird es er ja schaffen. Ja. Oh, wäre das schön, wenn der jetzt tatsächlich so schlau wäre, hier lang zu laufen. Oh ja. Oh nee, der wird aber ausgenockt von den Bogenschützen. Ja, die Bogenschützen werden jetzt leider gleich umhauen. Aber er one-hittet alles. Ja, jetzt wird er gleich ausgenockt. Aber, oh, da kommen noch mehr ihm zu Hilfe. Ja, Dietrich ist leider ausgenockt worden, schade. Das ist halt das Problem mit den Archern da hinten. Die machen da jetzt natürlich schon ziemlich viel Stress. Das ist ein bisschen blöd. Ja, sehr viel hat die jetzt auch nicht gerissen. Komm, jetzt hau die mal... Ach, verdammt. Naja, das war kurze Euphorie. Cool wäre es natürlich gewesen, wenn die Archer nicht auf Dietrich geschossen hätten und er jetzt einfach nur durchgelaufen wäre und hier die ganzen Einheiten einfach nur umgemäht hätte. So, wie sieht's denn hier so aus? Ich frage mich, ob nochmal Reinforcements kommen. Wir haben jetzt 400 weg. Ich glaube, das sind die letzten. Diese 70 Leute. Vielleicht kommen nochmal so ein 10er Reinforcement Wave oder so. Oh, da schießen ja ganz schön viele auf dich. Oh, auf einmal hat sie... Auf einmal merkt sie was. Oh, was macht... Seit wann laufen die Sand denn hier raus? Das ist ja interessant. Ah, jetzt greifen die von hinten. Ah, ja, okay. Das sollen sie ruhig probieren. Hier stehen direkt ein paar Household Guards. Seid ihr euch sicher, dass ihr hierher laufen wollt? Oh, da hat sich schon eine Household Guard umgedreht. Das könnte sogar schon ein ziemlich harter Kampf für die Sand werden. Eine Household Guards versus 10 Sand oder so. Ich würde hier auf die Haushaltsgarde warten. Ja, so können wir wenigstens an zwei Fronten kämpfen, dann geht es ein bisschen schneller. Ah, die haben sich hier schon durchgeprügelt, schön. Aber hier hinten, die stehen, ach nee. Ach, die sind gar nicht mehr da. Ach, das waren wahrscheinlich die da jetzt meine Virago Harren angegriffen haben, waren wahrscheinlich die hier oben standen und sich dann doch irgendwann mal dazu entschlossen haben, nach ganz da vorne zu laufen. Jetzt sehe ich nur noch einen dicken, fetten, roten Punkt. Die Frage ist, sind es die hier? Das hier, das könnte der letzte dicke, rote Punkt sein. Ich sehe aber noch irgendwo in der Mitte, hier sehe ich noch einen. Oh. Ob die den tot kriegen? Aber ich denke, selbst wenn ich mich zurückziehe, habe ich das Castle trotzdem eingenommen. Weil jetzt ist er, glaube ich, der letzte, der lebt, aber den scheinen sie nicht mehr zu kriegen. Da finden sie keinen Weg hin. Ich ziehe mich jetzt mal zurück. Genau, you were victorious. Das heißt, die restlichen... Genau, the remaining enemies surrender. Genau, so hatte ich mir das ungefähr vorgestellt. So, soweit, so gut. Jetzt könnte ich eine Kampagne einberufen. Und... den Rest machen. Jetzt schaue ich mal... Indifferent, nee... No Thieves Resentful, nee. No Thieves Suspicious, nee. Vengeful, nee. Ihr haut mir sowieso bald ab. Also wieso sollte ich euch noch was geben? Resentful. Okay, es gibt keine Lords mehr, die momentan irgendwas brauchen. So, das heißt, den Rest behalte es alles ich. Eventuell gebe ich das noch ein paar Lords, die... ein paar Lords, die sowieso schon was haben. Es kann nicht schaden, ein paar... halt, Moment. My apologies. Of course you may leave. Ja, verzeih mir. Of course, my lady. Ich will dich natürlich nicht hier festhalten. So, Moment. Elentor, Archduke, Prinzessin Lysandriel und Illysandriel. Das sind genau die beiden, die ich haben will. Jetzt sollte ich mich eventuell beeilen, bevor die Elentor tatsächlich ganz untergehen. Ich gehe jetzt mal nach vorne, gehe verkaufen. Und hoffe, dass ich eventuell nach Lesbury kommen kann. Und dort vielleicht die Lysandriel oder wie sie auch immer heißt, vorfinden kann. Denn sollte das der Fall sein, werde ich sie einpacken. Exquisite Cabbages. Schön. So, dann laufen wir mal zurück. Und ich könnte ja schon mal die Kampagne einberufen, theoretisch. Okay, hier prügeln sie sich jetzt mit den Sun Reinforcements. Ach, das sind jetzt schon so viele Lords, die packen das locker. Die packen das locker. Lesbury ist immer noch under Siege. Ich werde aber eventuell angegriffen. Wenn ich hier zu nah rangehe, werde ich nicht.
Ist die Prinzessin überhaupt hier drin? Atschuk, 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 Atschuk. Prinzessin Lysandri, irgendwas ist auf jeden Fall hier drin. Jetzt muss ich sie nur noch finden. Valerius, Saos, das sind doch alles Verräter. Minus 99, sadistic. Vengeful. war hier nicht gerade irgendwo Titus Cracks? Ja, da hinten. Verräter. Verräter. Ich wundere mich, warum ich es mit denen so wenig Ruf habe. Aber nichts, worüber ich mir momentan Gedanken machen müsste. Es hieße, du würdest mir eventuell joinen. Nein. Mein lieber Spymaster hat mal wieder gelogen. Wo ist die Prinzessin? Ihr alle seid mir völlig egal. Wo ist die Prinzessin? Sobald ich sie sehe, erkenne ich sie. Aber wo ist sie denn? Seht ihr sie? Ich sehe sie. Das ist sie doch, oder? Nee. Also sie hat auf jeden Fall so eine ähnliche Frisur. Vielleicht, oh nein, hoffentlich ist hier drin nicht so viel los, dass die hier nicht mehr reinpasst. Und ich sie deswegen nicht finden kann. Duchess. Das ist sie doch. Hier. Good to see you again. 90 Ruf habe ich mit der. Und ja. Willkommen, Lynthandriel. Lynthandriel, willkommen. Nein, ich will kein Duell mit dir machen. Lynthandriel, willkommen. Du bekommst... was zu tun. Ich werde jetzt mal eine Kampagne einberufen. Aber ich werde vorher noch zurückgehen zu zu Vinica und werde ihr Land geben. Eventuell gebe ich ihr gleich dieses Valor Castle oder so. Aber theoretisch hat sie eigentlich eine Stadt verdient. Vielleicht gebe ich ihr Forde oder so. Mal schauen. Auf jeden Fall hat sie was Ordentliches verdient. So. Grant A. Thief. Makan. Ach, Makan gehört auch schon mir. Dann darf sie Makan haben. Prinzessin Birgit. Die ist nur von. Das könnte ich eventuell mal ein bisschen... Eventuell gebe ich dir auch noch mal ein bisschen mehr. Queen Trisna, devoted. Prinzessin Lynthandriel. Oder wie sie heißt. So, Marshall-Status, ja, muss ich nicht abgeben, denn ich brauche diesen Status momentan. Und jetzt wird ein bisschen Krieg gegen die Sun geführt. Jetzt habe ich langsam genug Kraft, um die ein bisschen aus dem Rennen zu drücken. Das ist ein Siege Tower, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da sind nur 200 Leute drin und 40 Leute von dieser Lord-Party. Das sollte jetzt kein so großes Problem werden. Das bedeutet, wir campen hier kurz. Wobei, ich kann eigentlich den Siege Tower schon mal bauen. Denn das wird mich durchaus... I'd rather stay with my current king. Ich weiß gar nicht... Ach, ihn habe ich doch auch zu Lynthandriel geschickt. Egal. Dann komm wieder mit. Ich habe sie schon überzeugt. Das heißt, alles in Ordnung. Könnt ihr jetzt mal bitte hier alle herkommen? Wo sind denn meine ganzen Lords? Okay, das reicht schon. Alles klar. Sehr. Man muss sich nur ein bisschen aufregen und schon passt alles. So, weil dann kann ich dieses Castle... Tjobjorn haut von mir ab und joint den Sun. Interessant, dass ihr alle den der Verliererseite unbedingt joinen wollt. Lesper is no longer under siege. Das ist überhaupt nicht gut. Das bedeutet nämlich, dass alle Sun-Lords jetzt Freizeit haben. 78 Tote, ja, das passt wunderbar. Das bedeutet nämlich, dass die alle Freizeit haben. Und das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das Castle, das könnte ich eigentlich vergeben, oder? Cooperative, Rafarakus. Das ist zwar kein netter Lord, aber was soll's. Der kriegt es jetzt und Schluss. So. Lesbury, damit gibt es die Elentor nach wie vor. Saldek the Chosen One hätte noch 100%. Da machen wir doch mal mit. Saldek the Chosen One oder Seladek oder wie der auch immer heißt, den habe ich, glaube ich, noch nie besiegt. Ich weiß überhaupt nicht, was der so für Einheiten hat. Ach, wisst ihr was? Charge mal einer rein. Von mir sind sowieso nicht so viele Einheiten. Oh, der hat Illika.
wir halten uns mal ein bisschen zurück, lassen mal ein paar Einheiten hier vor und schauen mal, dass wir mit der Lanze hin und wieder mal ein paar Leute hier rausstechen. Alles für unser neues Level. So, hier werden relativ viele Leute ausgenockt. Ich weiß gar nicht. Oh, nee, okay. Hier sterben welche. Ich dachte, die benutzen vielleicht alle Blunt Weapons, aber da sterben doch ein paar. Oh, es ist Seeladeck heißt er. Und er hat schon irgendjemanden ausgenockt. Und noch steht Seeladeck. Also zumindest habe ich ihn im Kampf noch nicht sterben sehen. Nee, Seeladeck jetzt wieder ausgenockt. Seeladeck knocked unconscious by Parisna Warrior. Naja. Das hätte ich gern übernommen, aber so ist das Leben. Ja, jetzt darf ich meine... Ich will meine Lanze nicht an so einem Snowcrawler verschwenden, sondern... Verdammt, der wäre einer auf dem Boden gewesen. Den hätte ich schön erwischt. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Seeladeck mir als Belohnung dafür gibt, dass ich ihn am Leben lasse. So, noch... Von mir ist noch keiner tot, wunderbar. Dann kümmern wir uns mal um die restlichen hier. Und dann machen wir... Wo gehen wir eigentlich jetzt dann danach hin? Wir werden... Ich denke mal Richtung Reichberg marschieren. Habe ich zumindest vor. Mal gucken. Oh, jetzt bleibe ich ständig an irgendwelchen Bäumen hängen. Zumindest habe ich das momentan mal vor. Richtung Reichberg zu marschieren. Und dann nehme ich hier Reichberg unter Umständen gleich mit. Aber vielleicht gucke ich mir erst die anderen Castles an. Mal schauen. So, auf jeden Fall, der Krieg mit den Sand sollte jetzt eigentlich relativ schnell gehen. Eigentlich, die Drahara sind relativ groß. Aber irgendwann, wenn ich denen ihre Hauptstreitmacht finde und die ausnocken könnte, könnte ich eventuell den Krieg sehr schnell zu meinen Seiten drehen. Weil ich überlege, wenn ich jetzt die Hauptstreitmacht finde, weil die haben ja irgendeinen Marschall und die werden, die Drahara werden dem Marschall folgen. Wenn ich die finden würde und die umhauen könnte, dann wären 3.000, 4.000 Einheiten von denen erstmal ausgenockt und bis sich die Leute alle regeneriert haben, könnte ich ein paar Castles von denen übernehmen. Es wäre halt schön, wenn ich die Hauptstreitmacht irgendwo finden würde, die dann ausnocken könnte. Aber um die Drahara muss ich mir nach wie vor erst noch mal keine Gedanken machen. Jetzt werde ich erstmal meine Langzeitplage, die Sun, wegmachen. Vom Hals schaffen, sozusagen. Schön, dass Seeladeck so viele Snowcrawler in seine Gruppe lässt, aber es ist nicht unbedingt ein Plus. Ach, Snowcrawler, wie viele Stunden ist es her, dass wir mit euch gespielt. Was ist das jetzt? Folge, keine Ahnung, 120, 130. Jede Folge so circa, die ersten so eine Stunde, jetzt mittlerweile so ungefähr eine halbe Stunde oder ein bisschen länger. Also ungefähr 100 Stunden kann man schon sagen, ist es her, dass wir mit euch hier gespielt haben. Mann, wie die Zeit verrennt. Aber bald wird Paris nur mir gehen. Bald. Aber man soll den Tag nicht vor einem Abend loben. Die Sonne geht unter, es kann noch viel passieren. Like it. Ja, da sieht man natürlich die Dialoge, wenn man mit jemandem überhaupt nicht zurechtkommt. Spare me, I am the chosen one. You would not like the wrath of an eternal. I spare your life, taking your treasury and your fine sword. Wir schauen mal, was der Skyfall... Aha. Wir schauen mal, was das denn für ein Sword ist. Die ganzen Einheiten, die will ich jetzt nicht haben. Hoffentlich teilen die sich jetzt unter den anderen Lords ein bisschen auf. Wir gucken uns aber mal an, was Skyfall ist. Zweihandwaffe, 58 Cutting. Fell from the sky as a meteorite forged in the Fire Mountain by Sky King. This is a Sword of the Chosen One. Weapon Reach 100, ich weiß nicht, ist das... Es kann aber auf einer 2, es kann aber auf dem Mount benutzt werden. Vielleicht ist das was für Dietrich. Oder für Tamaris. Equipment... 57 Cutting, 105, das ist auf jeden Fall besser. Dann kriegt sie Skyfall. So, und die Tempered Ebony Blade ist dann vielleicht was für Dietrich. Dietrich. Top. Equipment.
59 Cutting. Can crush through blocks. Aber ich könnte ihm natürlich die Waffe geben. Ich weiß nicht, ob ich ihm die Double Winged Expert... 57 Cutting bei 100-508. Nee, die ist schon besser. Und diesen Einhandkolben, da nehme ich mir auch. So. Soweit, so gut. Wir hätten ein Tournament. Ich weiß aber... Oh, oh. Ich weiß aber nicht, ob ich dieses Tournament machen soll, weil eigentlich hätte ich momentan ein bisschen Krieg mit den Sand. Wobei, es kostet mich ja keine Zeit. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier... dass mich das Zeit auf der Overworld-Map kostet. Hier kurz ein bisschen Turnier zu machen. Wir nehmen mal ein bisschen was Neues zum Essen mit. Und bleiben mal in der Taverne. Ich denke, ich werde hier Schluss machen. Werde dann das Turnier eventuell doch noch mitnehmen. Aber dann in der nächsten Folge die Sun ordentlich bearbeiten. Die werden es richtig kriegen in der nächsten Folge. Vielleicht belagern sie uns auch irgendwo. Und wir müssen uns ein bisschen verteidigen. Aber nichts, was wir nicht hinkriegen würden. An der Stelle mache ich Schluss. Wir sehen uns gleich wieder. Dann, ja, ihr wisst, was geplant ist. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.